Hallo und willkommen zur Albumrevue. Das dritte Album von The Nice trägt den schlichten Titel Nice. Sozusagen Nice von The Nice. Doch ich fand das immer irgendwie verstörend. Und um ehrlich zu sein, begann ich mich erst dann wohl zu fühlen, als ich begonnen hatte, das Album Nice zu nennen, also im Sinne der französischen Stadt Nizza. Nice von The Nice ist viel witziger und man könnte sich nur wünschen, es wäre als Gag beabsichtigt, da es ein cooles Beispiel ist für einen phonetischen Unterschied bei der identischen Schreibweise von zwei gänzlich unterschiedlichen Wörtern, Nice und Nice. Doch das nur am Rande. Es ist ja auch so, dass die Schnappschüsse, die über dem Gatefold-Cover verteilt sind, teilweise den Eindruck unterstützen, als wären sie in Südfrankreich aufgenommen worden, was aber vermutlich nicht stimmt. Genug der Hypothesen. Aber ich wollte erklären, weshalb ich diese Platte Nice nenne und nicht Nice. Ich bin sicher, Keith Emerson hätte mir diese Eigenwilligkeit nachgesehen. Der Aufbau dieses Albums ist recht eigenwillig. Die A-Seite besitzt Studiomaterial, während die B-Seite live ist. Hier wird möglicherweise deutlich, dass der Band langsam die Luft ausging, zumindest was die Fähigkeit betraf, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Zeit im Studio zu verbringen. Man muss auch bedenken, dass The Nice eine extrem aktive Liveband war, die die letzten 2,5 Jahre mit einer endlosen Kette aus Gigs verbracht hatte, insbesondere in Europa. The Nice haben viel in Deutschland gespielt, in den Niederlanden, in Skandinavien. Sie gaben Konzerte in Radios und hatten auch Live-Auftritte im internationalen Fernsehen. Verglichen damit muss Emerson die Zeit im Studio als zu hastig vorgekommen sein. Damals war es noch üblich, eine Band binnen von 3 oder 4 Tagen durchs Studio zu jagen, und das musste ausreichen, um eine ganze LP aufzunehmen. Doch mit dieser komplexen Musik, die Emerson vorschwebte, war das nicht zu machen. Doch außer Beatles hatten in 1968 nur wenige Bands eine derartig gehobene Stellung, dass sie ganze Wochen im Studio verbringen konnten. Das muss für Emerson eher frustrierend gewesen sein. Die 70er sahen dann natürlich ganz anders aus. Emerson, Lake & Palmer hatten ganze Monate im Studio verbracht, doch da waren sie auch bei einer Plattenfirma, die den Sinn dieser Strategie verstand. In den 60ern war das noch schwierig. So ist dieses ganze Album trotz seiner Qualitäten auch ein wenig eine Mogelpackung, um irgendwie über die Runden zu kommen und auch 1969 ein neues Produkt für die Plattenläden nachlegen zu können. Doch all dies waren wohl auch Zeichen an der Wand, dass das Ende dieser Band in Sicht war. Das Album beginnt mit dem Track Azrael Revisited. Das ist in Wirklichkeit ein eher älterer Song, den Emerson und Lee Jackson ganz am Anfang von The Nice aufgenommen haben. Allerdings war Azrael bis dahin auf keinem Album veröffentlicht worden. Es war nur einmal die B-Seite der Single The Thoughts of Amaryllis Dovejack gewesen, da aber offensichtlich in einer anderen Version, da die Band noch ein Quartett war. Azrael war all die Jahre ein fester Bestandteil der Live-Repertoires und man kann einige Live-Versionen davon auf YouTube sehen. Es ist eine seltsame Nummer, die einerseits dieses interessante Klaviermuster im 5/4-Takt im Mittelpunkt hat, aber ansonsten abgesehen von dem eher düsteren Namen, Azrael ist ja der Engel des Todes, ist es eher eine luftige Nummer mit leichten Anleihen in der lateinamerikanischen Musik. Auf jeden Fall ein guter Song mit progressiver Stimmung. Das zweite Lied auf der ersten Seite ist ebenfalls ein beliebter Song aus dem Konzertrepertoire von The Nice gewesen. Es war eine recht elegische Adaptation eines Songs des Folkmusikers Tim Hardin mit dem Titel Hang On to a Dream. In der großartigen Studioversion arbeitet The Nice zum ersten Mal mit einem Chor zusammen. Das Lied besitzt einen schwungvollen Mittelteil, der weitgehend Keith Emersons Jazz-Solos auf den Flügel vorführt. Das nächste Stück trägt den stimmungsvollen Titel Diary of an Empty Day. Hier behandelt es sich um die Adaptation eines Themas aus der Symphonie Espagnol in D-Moll von dem französischen Romantikkomponisten Édouard Lalot. Lee Jackson steuert hier einen Gesangstext bei, was nur sehr begrenzt reizvoll ist, aber das Lied ist ein gutes Beispiel für Emersons furiose Spieltechnik an der Hammond-Orgel. Am Ende tauchen plötzlich auch einige Flamenco-Riffs auf der spanischen Gitarre. Keine Ahnung, wer diese eingespielt hat.
Der letzte Song auf der Studioseite ist das Lied For Example von Keith Emerson und Lee Jackson. Auffällig ist hier der durchaus gelungene Einsatz von Bläserakzenten. Erneut fällt Jacksons Gesang eher etwas negativ auf. Emerson hatte im Nachhinein immer gesagt, dass Lee Jacksons schwache Gesangsstimme für ihn immer ein Problem bei The Nice darstellte. Eins, das er natürlich mit dem unvergleichlichen Greg Lake später grandios behoben hatte. Allerdings hätte er sich bei The Nice jederzeit einen guten Sänger suchen können. Die Band war dafür bekannt genug. Doch das passte Emerson vermutlich nicht in das Ensemble-Konzept, da er natürlich ausgedehnte Keyboard-Passagen spielen wollte und ein Frontman hätte sich da ständig drei Viertel des Songs gelangweilt und, ich weiß nicht, Tambourin gespielt. Das Lied ist sicherlich nicht das Beste aus dem Nice-Repertoire, doch es hat eine recht faszinierende Mittelpassage, die aus einem sphärischen Gesang und der Hammond-Orgel besteht, gefolgt von einem treibenden Jazzmotiv. Gleichzeitig hat der Song etwas Prog-Rockiges, gerade deshalb, weil sich hier auf 9 Minuten unterschiedliche Themen abwechseln, die nahtlos ineinander übergehen. Emerson konnte hier seine Arrangierkünste vervollkommnen, etwas, das er später bei ELP zum Einsatz bringen würde. Denn hier schälen sich unentwegt allerlei unerwartete Motive aus dem Klangstrom. Plötzlich hört man Norwegian Wood von den Beatles und nur wenige Takte später erklingt America von Leonard Bernstein. Die zweite Hälfte des Songs finde ich auf jeden Fall gelungener als den Anfang. Alles in allem durchaus eine interessante und hörenswerte Nummer. Und damit schließt die A-Seite. Die B-Seite beinhaltet, wie gesagt, reine Live-Aufnahmen, die in 1969 in dem Fillmore East in New York aufgenommen wurden. Beginnend mit dem Rondo 69, einer Konzertaufnahme des Rondo von ihrem Debütalbum. Heute ist das vermutlich der eine Track, der mit The Nice am stärksten assoziiert wird, von Leonard Bernsteins America mal abgesehen. So gesehen ist es spannend, den Song hier mal live zu hören und ein wenig die wüste, anarchische Atmosphäre zu vernehmen, die dieses Trio mit ihren Konzerten erzeugen konnte. Man hört eine Menge der Hammond-Foltern, die Emerson dem armen Instrument zugefügt hatte. Überwiegend dadurch, dass er das Gerät auf die Kante stellte und es wieder fallen ließ. Keine alltägliche Geschichte bei einem Instrument, das damals 180 Kilogramm wog. Das zweite Lied hier ist eine Adaptation des Songs She Belongs to Me von Bob Dylan, das die Band auf über 12 Minuten streckt. Lee Jacksons Stimme ist eigentlich gut dafür geeignet, um Dylan zu imitieren, das ist aber nicht unbedingt ein Kompliment. Wie so oft bei The Nice liegt hier die Qualität des Songs vor allem in den mutigen Solopassagen und den eher barock anmutenden Themen, die sich hier ablösen. Das ist nicht unbedingt ein Song, in den man sich nun vernarren würde, doch es ist eine spannende Exkursion und Entdeckungsreise, da die Themen teilweise sehr spannend und vor allem sehr originell arrangiert sind. Gerade Brian Davisons Schlagzeug ist hier hervorragend und extrem fokussiert. Alles in allem war das hier eine typische The Nice Live-Nummer für einen Haufen bekiffter Leute im Publikum. Zum Abschluss noch einige Worte zu dem Cover. The Nice kamen hier zum ersten Mal mit einem aufwendigeren Gatefold-Design, doch die Fotos auf dem Cover, naja, die waren einfach Ursache eines recht intensiven Streits zwischen Keith Emerson und der Plattenfirma, die seine Fotoauswahl nicht verwendeten und lieber andere Bilder nahmen. Dabei sind einige wirklich schlecht und man kann kaum darauf etwas erkennen. Im Großen und Ganzen ist das ganze Cover ein wenig ein Fail. Man versteht die damals durchaus originelle Absicht, ein Fotoalbum nachzuempfinden, aber die Umsetzung kann mit der Idee nicht mithalten. Hinzu kommt, dass Emerson wollte, dass das Album den Titel trägt Everything as Nice as Mother Makes It, was irgendwie besser zu diesem eher biederen Design eines altmodischen Fotoalbums gepasst hätte, doch die Plattenfirma brachte das so nur in den USA heraus. Es mutete alles recht chaotisch an. Ich finde es erstaunlich, dass dieses Album tatsächlich in den britischen Albumcharts auf Platz 3 hochgekrochen kam. Verglichen mit Ars Longa Vita Brevis ist es eher ein Rückschritt. Ich würde sogar sagen, dass das Debütalbum The Thoughts of Amelis Dovejack besser ist. Das hier ist eben alles mit der heißen Nadel zusammengenäht. Das bedeutet nun nicht, dass dieses Album Mist ist. Man findet hier eine Menge interessanter Passagen und ich kann sicherlich die ersten beiden Tracks, Azrael Revisited und Hang On to a Dream, jenen empfehlen, die reinhören wollen. Das sind schon klasse Nummern. Aber man kann nicht sagen, dass diese Platte irgendwie eine interessante Weiterentwicklung der Band demonstrieren würde. Ich gebe da also 3 Sterne.
Da ist solides Material drauf, interessante Momente, aber auch nicht viel mehr. Das sollte sich dann auf dem vierten Album von The Nice doch nochmal ändern. Doch dazu beim nächsten Mal. Mach's gut und bis dann. Das war Nice, auch bekannt als Everything as Nice as Mother Makes It, von The Nice aus dem Jahr 1969.